Hallo und herzlich willkommen hier auf Flipfloyd, eurem absoluten Lieblingskanal mit 360 Gramm Unterhaltung, 360 Geld Unterhalt und 360 Grad. Und deswegen gucken wir uns das an, was wir lieben. Stop trying to make Geld Unterhalt a thing. It's not gonna happen, Bruder. Hast du den Backofen vorgeheizt? Oder Im Sprechstunden Reddit, da war es schon drin. Ja, das stimmt. Total Idiots at Work Nummer 3 wurde uns wärmstens ans Herz gelegt. Und wer sind wir, die nicht gerade Experten sind, sich total Idioten anzugucken? Also, let's go. Ja, du hast es verstanden. Rein in den idiotischen Aal. Ich bin übrigens jetzt schon Fan von der Mauer da. Die ist doch komplett schief. Was? Ja, Olli, nee. Das geht. Das ist Weitwinkel. Das ist Fischei gefilmt. Was machen die denn? Die bauen alt nach. Oh, wie kann man so unendlich dumm sein? Oh. Schön den Sprühlack, Alter. Das kriegst du auch nicht mehr so schnell ab, ne? Nee. Im Zweifel nicht. Der hatte einen kleinen Schluck zur Mittagspause. Das hat man beim Probieren gar nicht gesehen. Mit 3 Promille mauert sich das am besten. Aber kriegt er noch ganz gut hin, du. Ah ja. Wo kriegt denn der kriegt gar nichts hin. Das muss so. Oh, mach mal nicht. Das ist ja nur gut. Gut, wobei man sagen muss, wenn ihm jetzt die Kabeltrommel ins Wasser fällt, ist das nicht so schlimm, weil da ist ein See. Das verteilt sich natürlich auf eine größere Fläche. Ist trotzdem nicht so geil. Also tut trotzdem weh. Sterben wirst du wahrscheinlich nicht, aber... Aber es ist trotzdem insgesamt nicht clever. Er ist mein Favorite. Einfach. Er ist der Kabelhalter, ja. Das ist eine Bremse, oder? Das ist ein Auto. Das ist ein Auto, ja. Musst du gerade dreimal gucken, was das ist. Was er da in der Hand hat, ist keine Bremse. Nee, ne? Das ist die Bremsscheibe? Ja. Was hat er denn da? Was ist das? Debattieren Sie, wie man das... Ach, das ist eine Kupplung, okay. Oh, lol. Wow. Das ist dumm. Was, will er raufhauen jetzt auf den Fisch, oder was? Warum hat der den... Das sieht so aus, aber geh mal aus dem Kamerabild. Aber hau mal nicht auf den Fisch jetzt rauf, während der noch... Bist du doof? Mach mal nicht. Was für ein Idiot, Alter. Es heißt Idiots at Work. Hat er sich verdient, auf jeden Fall. Der schwimmt nur noch, der Gummistiefel. Wegen so Leuten wie ihm. Das ist ein Vollidiot, ey. Oh Gott, ey. Und jetzt auch noch sein Stock weg. Das ist schon mal gut. Oh Mann, ey. Kann er zumindest keine Fische mehr verletzen. Holy shit, das ist Mais. Ja, ist lecker. So. Das sieht irgendwie fast schon aus wie ein Gemälde, Alter. Oh. Ja, die sollte eh weg. Oh, weg. Ach, du Scheiße. Hydraulik gemacht oder was? Nee, die haben den irgendwie ganz beschissen abgestützt, nur. Oh, no. Jetzt nicht in den Weg stellen. Nee, ich glaube, so schlimm. Ich glaube, das schafft kein Typ, oder? Nee, ich meine, wenn sie sich jetzt vor den Reifen da stellt. Ach so. Aber kann ihr nicht jemand helfen? Oder meinst du, es ist verboten, ne? Das ist unangenehm. Wahrscheinlich darf man erst helfen, wenn irgendein Hörer auffordert oder so. So ganz komisch, militärmäßig. Was passiert? Ich würde erstmal direkt in den Lauf gucken. Vielleicht ist da was verstopft. Digga, geht er jetzt vorne rum? Okay. Und worauf muss er jetzt warten? Ich hätte so Bock, das auch mal zu machen. Er hat das so ein bisschen ausgefeiert. Das war ein lauter Wumms. Ja. Okay, komm, wir spielen. Was passiert als nächstes?
Was könnte passieren? Wird es die Mauer links oder wird es das Tor? Ich sage, es wird das Tor. Ich sag, ist da so ein Straßengraben? Beide. Ich sag, er fährt in den Straßengraben, fällt in Richtung Mauer und macht die kaputt. Okay. Ich sag, er schafft beides. Also nach Videospieltheorie könntest du recht haben, Flo, weil es ist ja immer so, die zerstörbaren Objekte setzen sich immer deutlich von der normalen Landschaft ab und die Mauer sticht hier deutlich hervor. Das stimmt schon. Ich frage mich aber auch gerade, ob da neuer Zement gegossen ist auf dem Boden oder ob es nur nass ist. Aber es ist nur nass, ne, weil da sind Pfützen überall. Stimmt. Ich bleib bei meiner Mauertheorie. Ja, es ist... Noch nicht. Er versinkt doch schon, oder? Nee, okay, ist nur ein nasser Beton. Er setzt nochmal an. Er kommt nicht über die Kante, oder was? Doch. Was hat er denn geladen? Sand, oder was ist das? Sieht aus wie Sand. Plane drüber, damit es bei der Fahrt nicht rausweht. Wird Sand sein. Oh, doch. Ach du Scheiße. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Aber was? Tor ist kaputt gegangen. Hallo. Was? Ja, halb Punkt für mich. Weil das Tor im Boden habe ich nicht gesehen. Sehe ich auch so. Die wollten Material sparen. Ja, lol, Alter. Digga. Der Typ, der sich selber festschweißt. Digga. Nice. Ist vorbei. Oh, lol, Alter. Ich krieg's. Das ist halt nur gut. Bei sowas, ne? Tja, bleibt jetzt für immer so. Das ist halt einfach nur dumm. Warum machen Menschen sowas? Ah, es war ja sogar. Oh, so richtig sad. Ja, was macht er denn? Er hat ja richtig Spaß. Oh, lol, Alter, jetzt schnall ich erst, was los ist. Er nimmt die da mit diesem Arm mit. Oh, wow. Wow. Hält er die Couch fest? Hat er der Geschwindigkeit. Aber ich möchte an der Stelle ganz kurz sagen, nicht nur, dass es dumm und gefährlich und so ist, aber es ist schon auch majestätisch. Es sieht cool aus. Sie fahren aber auch auf dem Standstreifen und irgendwie, ganz ehrlich, für mich sah es aus, als hätte der Fahrer noch ein Bierchen in der Hand. Das hat schon einen majestätischen Flair. Ich schwöre dir, das sind Holländer. Ja. Möglich. Oh no. Oh no. Was ist das? Oh no. Eine Küchenzeile, also eine Küchenarbeitsplatte. Oh, und zwar eine Stein, die sind richtig teuer. Oh nein, Jungs. It hurts. Oh, ey, die Platte hat garantiert, also ich will nicht lügen, aber die hat bestimmt 3.000, 4.000 Euro gekostet, oder? Ja, kann sein. Ach nee, wenn das gegossen war, das kann so eine gegossene sein. Die machen ganz viel auch Deko-Elemente aus so Beton und so richtig einfach. Zement. Es muss nicht so teuer gewesen sein, okay, um Gottes Willen. Aber so eine Echtsteinplatte ist richtig teuer, ne? Ja, aber vielleicht war das so eine Zementplatte. Ganz viele so Deko-Elemente im Küchenbereich werden mittlerweile mit so einem Zementzeug gemacht. Aber man hat so einen Hintergrund auch gesehen, wie dieses Haus war. Es sah schon aus wie so ein herrschaftliches Landhaus. Ja, oder einfach nur ein standardamerikanisches Vorstadthaus. Sag ich doch. Groß, zu billig gebaut. So, aber also hier schreibt gerade jemand, Kernbohren ohne Fixierung geht nicht. Wir werden das sehen. Er sieht das anders. Ich stell mir gerade legit vor, wie hinter ihm eine ganze Mannschaft steht und so sich ins Fäustchen lacht und sich denkt, wann sagt sie meiner? Bra. Ja, einfach nochmal probieren. Mehr. Jetzt ruft der Meister von hinten, ruft Druck. Mehr Druck. Alter. Lol, Alter. Digga, am Ende steht nichts mehr. Hör auf jetzt. macht ihn das Loch, was da schon zu sehen ist, nicht ein bisschen stutzig? Nicht ein bisschen? Guter Ansatz. Was löscht? Warum? Nicht auf die Stromleitung, Digga. Bist du denn? Ach, da oben, der Trafo hat gebrannt. Oh nein! Der Trafo von dem Stromkasten da oben hat gebrannt und er schießt mit Wasser darauf. Noch gehört. Ja. Dafür gibt's halt auch Löschschaum, der dann für sowas verwendet wird, der nicht leitet. Das ist ja auch nicht die Feuerwehr. Ich glaube, der hat das selber versucht zu löschen. Kann das sein? Nee. Ja, wobei, so einen Strahl hast du nicht im Garten, Alter. Doch, ich morgens, wenn ich pinkeln muss, Alter. Ja. Ah,
geil, Alter. Der Sound ist nice. Erinnert mich so ein bisschen an die Tesla-Spulen aus Command & Conquer 3. Stimmt. Aber jetzt mal ohne Spaß. Womit löscht man Elektrizitätssachen? Mit Sand eigentlich nur, oder? Ja, du kannst es vorher ersticken halt. Das kannst du probieren. Ja, aber ich meine, ich habe keine Ahnung. Also bestimmt nee, so Pulverlöscher oder Sand oder? Da muss einer hochklettern und pusten. Ist ja Pulverlöscher. Ha! I knew stuff. Oder mit Krodi Stickstoffnebelmaschine. Ach du Kacke! Mach nichts, war nur ein Leihwagen. Voll Kasko. Ich bin der Zug. Ulol. Hä? Was? Hä? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht echt sein. Едешь себе и не нарок, не нароком смотришь такой, хопа, и столб стоит посреди дороги. Красота. Auch nicht schlecht, Alter. Wow. И тут вот едешь такой, едешь по полосе себе так. Вау, Alter. По полосы опять столб стоит. Вот это красота. Ай, пипец. Ай, блядь. Oh nein! Das ist scheiße. Die machen jetzt eine künstliche Insel, ne? Das ist halt zu Ende. Oh, shit, Bruder. Dein Boot ist dann mal futsch, ne? Er hat auch richtig... Ach nee. Was willst du machen? Er macht's locker. Er denkt, wenn er nur genug schwer ist, dann passiert nichts. Ist vor allem deutlich tiefer da, als ich dachte. Guck mal, er versucht trotzdem drauf zu bleiben. Richtig cool. Ja, das hat einen richtigen Sog jetzt. Da kannst du richtig schwimmen, Alter. Das ist gefährlich. Oh, der Sound! Unangenehm. Oh, das ist ja der Tod für die Leute, die so Tafelkratzen nicht mögen. Ja, ich zum Beispiel. Aber was? Oh ja, es ist leider schwer geworden. Was? Naja. Was? Er steht ja. Er wird nur runtergezogen jetzt durchs Gewicht. Ja. Die Reifen stehen. Der hat sich ja leider verlagert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kann halt überall hingehen jetzt. Ja, in erster Linie nach unten. Glück gehabt, Die Karre ist ja nice. Oh, Nein. Den ganzen Motorblock rausgerissen, Alter. Aber wie kann man denn auch so dämlich sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich. Seid stattdessen schlau. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und daumiert Ollis Outfit. Ja, bitte. Aber tolle, tolle Compilation hier. Gefällt mir. Ja, kann man sich die anderen auch mal geben. Ja. Wirklich, wer bis hier dran war, ja, an denen nicht nur Ehre, sondern der schreibt jetzt zum Beweis in die Kommentare. Also H-R-R-R-R-R mit 5 R, ja? Olli, Komma, du sexy Beast. Ja.